Seit einigen tausend Jahren lesen die Menschen die Heilige Schrift. Ein dicker Wälzer, aber es ist nicht die Fibel, sondern die Bibel. Ich habe keine Bibel zu Hause. Und vielleicht sollte ich mal aufhören, unbezahlte Werbung zu machen. Die Geschichten, Metaphern, von denen die Leute meinen, sie würden sie verstehen und dann irgendwas da reininterpretieren, um sich klug zu fühlen oder um ihre eigenen Handlungen rechtfertigen. Bernadette von Häusern, ihr seid angeklagt und überführt der Häresie und Hexerei. Eure Strafe ist der Tod durch die Flammen. Moralvorstellungen, Empfehlungen, wie man sein Leben zu führen hat, manchmal auch etwas brutal. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Aber darauf möchte ich mich jetzt nicht stürzen, sondern ich möchte mit euch viel mehr darüber diskutieren, wie wunderbar Jesus ist und er wieder zurück auf diese Welt kommt und uns befreit. Und ich bin Jesus. Ich bin der Erlöser, der Messias. Wäre ganz schön narzisstisch, oder nicht? Das Klischee eines Influencers erfüllen. Spaß beiseite, schauen wir uns mal lieber an, welche Tipps dieses Buch zum Thema Garten, Permakultur und Selbstversorgung uns geben kann. Galater 6,9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermaten. Geduld, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Genau das brauchen wir bei uns im Garten. So funktioniert die Natur. Wir müssen erst einiges Zeit dann in die Pflege, in die Pflanzen investieren, auch schon in den Boden vorneweg, damit sich da erstmal kräftige Pflanzen etablieren können, bis wir dann eine ordentliche Ernte einfahren. Bei einjährigen Kulturpflanzen geht es von Wochen, wie zum Beispiel bei den Radieschen, wo es dann so im Dreh 6 Wochen dauert, bis man die ernten kann von der Aussaat, bis hin zu Tomaten, da wo es dann mehrere Monate dauert, bis wir da erstmal die erste geile Tomate ernten können. Wirklich ein Traum. Wer noch nie selber Tomaten angebaut hat, der verpasst was in seinem Leben. Bei mehrjährigen Kulturpflanzen wie bei Obstbäumen kann es sogar Jahre dauern. Und die Fähigkeit von Geduld und Durchhaltevermögen zu haben, ist in unserer heutigen Zeit von Dopamin-Junkies ein wahrer Game-Changer. Wirklich Gold wert. Bist du ein Dopamin-Junkie? Sei ehrlich, schreib's in die Kommentare. Ja, Matthäus 13, 3-9, ein Bauer säte Getreide. Dabei fielen einige Körner auf einen Feldweg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. 5 andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat schnell auf. Die Sonne aber brannte und die jungen Pflanzen vertrockneten, weil die Wurzeln nicht genug Erde hatten. Einige Samenkörner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Aber die übrigen Samen fielen auf guten Boden, wuchsen heran und brachten das 30- bis 60-fache, sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Das 100-fache. Die Beschaffenheit des Bodens ist das A und O für einen sehr hohen Ertrag und gesunde und kräftige Pflanzen. Von daher ist es halt sehr wichtig, dass wir schauen, dass der Boden einerseits fruchtbar ist, voller Leben, Pilze, Mikroorganismen, dass wir dadurch erreichen, dass wir zum Beispiel den Boden mulchen mit vielen verschiedenen organischen Materialien, damit so halt die Mikroorganismen, die Pilze, einen schönen, lockeren, fluffigen Boden aufbauen können, die dann die Pflanzen ganz einfach mit ihren Wurzeln durchdringen können, brauchen dafür deshalb nicht viel Kraft, in das Wachstum, ins Wurzelwachstum stecken und werden halt so größer. Mit den entsprechenden Nährstoffen und ein guter Humusboden speichert auch besser Wasser auf, wachsen die Pflanzen dadurch umso besser. Auch sehr wichtig, damit die Pflanze sich gut entfalten kann, denn wir Menschen mögen es vielleicht auch nicht, in kleinere Wohnungen zu 6, 7 reingepfercht zu werden, kann nur Konflikte entstehen. Jetzt wird es schon wieder politisch. Was ist nicht politisch? Falls du Anfänger bist, hinten auf der Saatguttüte steht in der Regel die Pflanzabstände. Daran solltest du dich halten. Oder du nutzt einfach das Internet. Jetzt bald im Herbst, über den Winter hinweg, denk an deinen Boden. Das ist die perfekte Zeit, um dem mal was Gutes zu tun. Und lass den bloß nicht offen. Kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos. Und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kaltgepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen.
sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren, grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und den Rest kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Safter, 10 Jahre Garantie. Und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen. Jetzt Korinther 9,6. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Dürfte nachvollziehbar sein. Wer viel ernten möchte, sollte auch ordentlich aussehen. Sei es in der Direktaussaat oder auch in der Vorzucht, hat viele verschiedene Gründe. Andererseits kann es ja sein, dass Saaten nicht kommen, weil sie vielleicht zu alt sind, die Qualität nicht so gut sind oder es vielleicht an einer Stelle zu trocken war und deswegen nicht aufgekeimt ist. Und zum Beispiel in der Voranzucht möchtest du ja keine Leergänge haben, wo dann im Topf nichts aufgeht. Ist ja auch blöd, verschwendete Zeit. Da wirst du ja auch nichts ernten. Draußen im Freiland genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel Karotten oder Möhren aussehe, dann ist es halt ein bisschen breitwürfiger, manchmal vielleicht nicht immer ganz auf der Linie und halt auch ein bisschen mehr. Wenn dann mal mehr aufkommt und der Platz zu eng ist, dann lichte ich natürlich aus. Aber ich möchte halt einfach sicher gehen, dass der Platz komplett ausgenutzt wird und ich so den maximalen Ertrag aus der Fläche rausholen kann. Kann ja auch mal sein, dass deine Samen ominös verschwinden. Gibt ja genug Tiere, die sich mal an dem Samen vergreifen. Auch qualitativ hochwertiges Saatgut, was auch keimfähig ist. Wenn du welches brauchst, meine Saatgutliste regelt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mose 2,15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Warum nicht Gott, die Frau? Der Garten Eden spiegelt unsere Natur wider. Ein wildes Paradies, eine breite Spielfläche, die wir gestalten können. Die Natur bietet Möglichkeiten für die ganzen Lebewesen hier, die Tiere und Insekten, die sie nach ihren Maßstäben gestalten können, wozu wir Menschen auch dazu zählen. Wir können dieses Spielfeld nehmen und nach unseren angemessen gestalten und sogar noch was für die Tiere und Insekten tun, damit sie halt uns zum Beispiel bei unseren Aufgaben im Garten unterstützen können, damit vielleicht der ganze Kreislauf nicht außer Ruder gerät und wir unnötige Arbeit verrichten. Hier in dem kapitalistischen System stehen wir doch immer so auf Sklavenarbeiter. Da verstehe ich nicht, warum wir eigentlich dieses ganze Artensterben zulassen. Bessere Arbeiten als Wespen, Bienen, Insekten, Marienkäfer kannst du gar nicht haben. Wir machen es einfach. Das ist kostenlos, umsonst. Bessere Mitarbeiter bekommst du nicht. Die schreiben dir nicht mal einen Beschwerdebrief. Geilere Mitarbeiter findest du gar nicht. Wir Menschen könnten regelrechtes Paradies hier aufbauen, brauchen nur das nötige Wissen, auch das Umsetzen, richtige Anwendung und dann auch später natürlich die Pflege bei unseren heutigen Kulturpflanzen ist halt so, wenn du die nicht pflegst, dann gehen sie halt entweder ein, es verwuchert alles und dann ist halt wie in der wilden Natur, da kannst du auch nicht so richtig drin leben, ist ein bisschen aufwendig, von daher, wir Menschen und die Natur sind so eine Art Symbiose, wir können hier Wunderbares errichten, können für uns Lebensräume aufbauen, wie gesagt, und auch für andere Tiere und es wirklich zu einem Garten Eden machen, ist halt aber mit gewissen Aufwand verbunden und wir müssen es auch wohl. Aber es ist Gottes Willen und Tor seiner auch. Sonst schlägt er dich mit dem Hammer. Prediger 3,2. Alles hat seine Zeit. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Der richtige Zeitpunkt ist sehr wichtig und der kommt halt meistens mit der Erfahrung. Je länger man gärtnert, desto eher hat man das im Fluss, wann man was aussieht, zum Beispiel, wann man welche Pflanzen pflegen sollte und ab welchem Punkt es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt vom Ertrag und bezüglich des Aufwands her, diese Pflanze zu halten und sie rauszureißen für die nachfolgenden Kultur, weil es vielleicht dann im Winter zu spät sein wird, ist halt beim Anfänger meist ein bisschen problematisch, wo es dann helfen kann, dass man vielleicht sich dann gut informiert, sich Blogbeiträge oder Videos anschaut, vielleicht einen Kurs bucht oder mal auf die Saatguttütchen mal guckt und schaut, wann man ungefähr was aussehen kann und dann einfach machen. Beispielsweise, wenn du erst im Mai bzw. im Juni damit anfängst, deine Tomaten als Direktaussaat in dein Gewächshaus reinzusetzen, dann kannst du vielleicht schon ein bisschen lange warten, bis du da vielleicht mal überhaupt die erste Tomate ernten kannst. Bei den Witterungen heute würde ich vielleicht mal sagen, so September jetzt gerade könntest du vielleicht deine ersten Tomaten ernten, wenn du sowas gemacht hättest. Chinakohl zu früh ausgesät und können dann in die Blüte gehen oder auch zu spät, wo du dich ja keinen richtigen Kopf ausbilden kann und schon vom Winter übermannt wird und kaputt geht. Bei minus 30 Grad mit der Spitzhacke im Boden zu bearbeiten,
ist vielleicht gutes Training, macht aber vielleicht eher weniger Sinn und vielleicht auch irgendwann gar keinen Spaß. Kommt aber wirklich drauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Und dann in diese Mulde Karotten aussehen. Macht vielleicht wenig Sinn. Bei Bäumen genau das Gleiche. Wann schneide ich den Baum? Wie schneide ich den Baum? Auch sein Zeitpunkt. Wann pflege ich denn den Boden unterhalb des Baumes? Arbeite ich da etwas ein? Auch sein Zeitpunkt. Wann ernte ich den Baum? Wann mache ich einen Auslichtungsschnitt? Alles seine Zeit. Wann gibt es die Ernte? Lukas 13, 6 bis 9. Ein Mann pflanzte in seinen Weinberg einen Feigenbaum. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner: Schon 3 Jahre habe ich gewartet, aber noch nie hing an dem Baum auch nur eine einzige Feige. Hau ihn um, den Pisser. Er nimmt nur Platz weg. Er ist ein unnützer Fresser. Lass ihn noch ein Jahr stehen, bat ihn der Gärtner. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann immer noch keine Früchte trägt, gut, dann werde ich ihn umhauen. Mit meinen blanken Fäusten werde ich ihn umhauen. Frechheit, dass der Baum keine Früchte trägt. Ist schon besser zu wissen, was man tut. Hier jetzt in dem Vergleich wahrscheinlich ein Laie, der einen Feigenbaum da reingesetzt hat und hofft, der trägt dann bald Früchte, gegenüber einem Gärtner, der vielleicht noch weiß, wie man den Baum am besten pflegt, wie man den Boden gut bearbeitet, damit er auch die ganzen Nährstoffe bekommt, dass der Feigenbaum auch ordentlich trägt. Schnitt spielt auch eine wichtige Rolle für die Fruchtqualität. Dass, wenn man das weiß, kann man den Baum dann dementsprechend so pflegen, dass er auch die Früchte trägt. Denn dieses ganze Spiel drumherum, man setzt einen Baum, pflegt ihn vielleicht nicht richtig und wundert sich dann, warum er nie Früchte trägt. Vor allem, wenn man ihn dann noch falsch schneidet. Auch blöd, wenn man dann die ganze Zeit die Blüten oder die Fruchtäste wegschneidet und sich dann wundert, warum trägt denn der eigentlich nie oder kaum. Deshalb umso wichtiger, informier dich und wende es dann auch an, damit es auch wirklich angewandtes Wissen ist und nicht totes, nutzloses Wissen. In der Tora, Levitikus 19, 9 bis 10, wird das Gebot erteilt, die Ränder des Feldes nicht abzuernten und die Nachlese der Armen und Fremden zu überlassen. Dieses Prinzip des Teilens der Ernte fördert Gemeinschaft und sorgt für soziale Nachhaltigkeit. Fair Share. Jeder soll was haben, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Fair Share, ein sehr wichtiges Permakulturprinzip, welches wir auch nachgehen sollen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch andersrum sollte man es eher machen. Teilte Freude ist doppelte Freude. Ich weiß gar nicht, warum das Leid zuerst bei mir anspringt. Jeder Mensch sollte für den sozialen Frieden zumindest seine Grundbedürfnisse gedeckt haben. Denn so zu hungern ist auch wirklich beschissen. Vor allem mit, wenn du nur ein schlechtes Essen hast, ist auch nicht geil. Also schon ein anständiges, sauberes Essen, was dich auch noch gesund hält, gesund macht und dir Kraft gibt. Das steht so in der Bibel drin. Dann ist schon umso eine größere Schande, dass es überhaupt Leute gibt, die hungern, obwohl wir eigentlich den Welthunger schon längst beseitigen können. Wir haben nur ein Verteilungsproblem. Wie viele Christen gibt es da draußen? Ist im Koran das auch nicht so beschrieben, dass man seine Ernte teilen soll für die Armen und Bedürftigen? Ist das nicht auch in anderen Weltreligionen so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja nicht mal mit der Bibel aus. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise! Und nicht nur Bedürftige profitieren davon, sondern auch natürlich die Reichen. Denn wenn es den Leuten an Grundbedürfnissen fehlt, fangen sie an zu meckern, vielleicht zu rebellieren. An wen geht man denn dann als erstes hin? Natürlich derjenige, der mehr hat. An wen motzt man? Wen schafft man ein neues Feindbild? Hat man den ganzen sozialen Unmut? Und da möchte man vielleicht als Reicher auch nicht leben. Macht doch umso mehr Spaß, wenn es allen gewissermaßen gut geht. Dann macht das Leben auch umso mehr Spaß. Habt ihr schon mal die Bibel durchgelesen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich für meinen Teil, nee. Weil ich evangelisch groß geworden bin. Das Buch hat mich aber wirklich gesagt nie so interessiert. Und bei den Eltern, die sind auch nicht religiös, die sind in einem orthodoxen Land groß geworden. Sowjetunion gab es keine Religion. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kostenlos abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen, wie zum Beispiel die hier. Wie du das, was jetzt hier gerade so moralisch angeführt worden ist, was man denn aus der Bibel technisch gesehen machen sollte in seinem Garten, kannst du auch praktisch umsetzen mit den Videos, damit du auch einen geilen Permakulturgarten hast oder einfach einen nachhaltigen Gemüseanbau. Wer freut sich dann nicht? Du, der Nachbar, deine Familie, jeder freut sich über geiles Obst und Gemüse. Du bist an der frischen Luft, wenn du noch was für die Tiere machst, die freuen sich auch. Und du kannst, wenn du dann kräftig genug arbeitest, wirklich erschöpft, im glücklichen Gesicht einschlafen. Es gibt wirklich keine besseren Tage, als wenn man den ganzen Tag arbeitet und dann erschöpft zu Bett geht. Da schläfst du wie ein Baby. Da schläfst du wie ein Baby.